Mit einer stimmungsvollen Präsentation hat der Deutsche Ruderverband sein Flaggschiff für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro vorgestellt. Das Ziel ist klar, am 13. August soll der Deutschlandachter die Goldmedaille auf dem Lagoa Rodrigo de Freitas holen. Wir haben vielleicht nicht jede Leistung so geschafft, wie wir sie schaffen wollten. Wir haben eine ganz andere Mannschaft als in London, aber meiner Meinung nach trotzdem, sagen wir, eine sehr schlagkräftige. Aber wir nehmen uns erstmal das Maximale vor und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Auch wenn nach dem Olympiasieg 2012 die folgenden drei WM-Finals gegen Großbritannien alle verloren wurden, will das deutsche Team schon bei der Heim-EM in Brandenburg Anfang Mai ein erstes Zeichen vor Olympia in Rio setzen.